Für das erste Politzki Hypnosetherapeut. Ja, wieso passiert das immer mehr? Wieso verliebe ich mich immer in Männer oder Frauen, die am Ende untreu sind? So Sätze haben wir sicher schon viel mehr gehört von anderen. Oder noch schlimmer ist es, wenn wir das selber feststellen. Aus einer ersten Freude und einer Euphorie kann eine Enttäuschung werden. Und das wiederholt sich und wiederholt sich immer wieder im Verlauf unseres Lebens. Das ist am Ende das Resultat von unserem persönlichen Verhaltensmuster, wo wir uns im Verlauf der Jahre angeeignet haben. Und das muss nicht sein. Man kann so Verhaltensmuster, die einem ärgern, die einem stören, zum Beispiel mit Selbsthypnose lösen. Natürlich gibt es nebenan noch viele andere Möglichkeiten. Es muss nicht Selbsthypnose sein. Am besten, schlage ich vor, mach du dir selber mal schlau, was es für Methoden alles gibt. Du spürst das automatisch, welche Technik für dich das Richtige ist. Die meisten von den Methoden und garantiert Selbsthypnose ist eine Technik, die sehr schnell funktioniert, die einfach zum Lernen ist und in erster Linie Spass und sehr viel Freude macht.